Volker, ihr habt aktuell ein Schmutzwäscheproblem. Ja, ich hab das, weil ich der Wäschebeauftragte unserer Familie bin. Eigentlich ist es ganz leicht, ich wasche die Wäsche aus dem Wäschekorb. Papa, dann mach das doch mal. Ich habe keine Jeans mehr. Ah, genau das ist der Knackpunkt. Ich habe gerade erst gewaschen. Da waren aber gar keine Jeans von Emma dabei und auch sonst keine von ihren Klamotten. Und warum waren da keine Jeans von mir dabei und auch sonst keine von meinen Klamotten? Weil Töchterchen seine Klamotten überall hinschmeißt, nur nicht in den Wäschekorb. Die liegen auf dem Bett, auf dem Boden, auf dem Schreibtischstuhl, im Bad und in irgendwelchen Sporttaschen. Ja und? Das ist doch trotzdem Schmutzwäsche. Erstens weiß ich das nicht, weil Emmas... kann ich gerade noch mal anziehen, Klamotten auch auf dem Boden, auf dem Schreibtischstuhl, im Bad und in irgendwelchen Sporttaschen rumgammeln. Und zweitens weigere ich mich, Emmas Hosen, Pullis und Socken einzusammeln und nach Geruch und Verschmutzungsgrad zu sortieren. Ach, das ist ja so ein Erziehungsding. Ich soll lernen, meine schmutzigen Anziehsachen selbst in den Wäschekorb zu tun. Du hast es kapiert, wie schön. Aber schmeiß jetzt ja nicht der Einfachheit halber alle Klamotten in den Korb, auch die, die noch sauber sind. Mist, genau das hatte ich vor. Kannst du Gedanken lesen, Papa? Aber ich kann ja auch nicht nackt zur Schule gehen, wenn keine saubere Jeans mehr da ist. Naja, man kann ja auch einen Pulli so anziehen, dass die Ärmel praktisch die Hosenbeine sind. Vielleicht kreierst du so einen neuen Modetrend. Papa, du bist so witzig. Wahnsinn Familie bei Hitradio FFH.